2. So, Frank Fischer, FF-Fotoschule. Die Katrin Alfuth hat bei uns im Adventskalender noch eine persönliche Bildbesprechung gewonnen und hat mir hier per Dropbox ein paar ihrer Bilder rübergeschickt, auf die ich jetzt mal einen Blick werfen werde und euch daran teilhaben lassen werde, was ich von den Bildern halte und wie die Bilder auf mich wirken. So, dann machen wir mal. So, hier haben wir das erste Foto. Klassisches Fensterlichtfoto mit einer Porträtaufnahme. Als erstes mal, was mir gefällt, und das ist etwas, was mir ganz generell gefällt, das ist das Licht. Ich mag Fensterlicht. Ich finde es ein sehr natürliches Licht. Hier ist offenbar draußen auch noch bewölkt. Das heißt, es ist auch noch ein sehr schön weiches Licht. Das ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Und was ich auch gern mache. Ansonsten ist es auch ein ganz schönes Porträt. Aber mir fallen so ein paar Dinge auf, die mir nicht ganz so gut gefallen wollen. Es geht damit los, dass das der Kopf mit den Haaren hier oben sehr knapp angeschnitten ist. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass die Aufnahme ein bisschen schräg von oben runter fotografiert ist. Vielleicht auch nicht der allerbeste Bildwinkel, aber das ist hier oben einfach zu knapp. Ich sage immer, unterm Knie schneide nie, und das gilt auch für andere Gliedmaßen. Und dazu zählen auch Haare. Wenn man das Ganze richtig bewusst deutlich angeschnitten hätte, vielleicht so auf dieser Höhe oder sowas, wäre jedem klar, okay, das ist kein Versehen. So ist es leider ein kleines bisschen knapp. Und das mit Knie schneide nie und so weiter gilt ganz besonders auch hier für die Finger. Dass die hier unten gerade noch so reinragen, finde ich auch nicht so schön. Da hätte man die Hand durchaus noch höher nehmen können, hier weiter Richtung Kragen. Das würde mir noch deutlich besser gefallen. Da finde ich den Anschnitt einfach ein bisschen unglücklich. Was ich sehr gut finde, ist der Bildaufbau, ist auch die Blickrichtung. Die ist schön mit reichlich Luft im Bild, auch zu sehen, eben Richtung Fenster. Das gefällt mir gut. Und diese, naja, eben nicht symmetrische Aufteilung mit dem Porträt auf dieser Seite, finde ich gut. Ich finde auch die grafische Wirkung aus Gesicht und damit Menschen sind nun mal meistens nicht besonders kantig und den grafischen Elementen hier dem Fenster gut. Ich finde die Schärfentiefe sehr schön. Sie reicht nämlich durchaus hier von der vorderen Gesichtshälfte, ja sogar noch weiter vorne, seht ihr ja hier, sogar auf der Hand ist noch scharf, bis auf das hintere Auge. Dahinter wird es aber relativ schnell unscharf. Das Ohr hat schon eine ganz leichte Unschärfe und hier oben an den Haaren besonders sieht man das schon, das ist richtig in der Unschärfe schon weich. Und die Wand hier hinten und auch das Fenster ganz besonders. Das finde ich gut. Ich finde die hellen Hautstellen hier auch nicht so ganz so schön. Das kann ich nicht genau sagen, wo das herkommt. Das mag hier auch tatsächlich an der Haut von dem Model liegen. Das hätte ich ein kleines bisschen hier abgedunkelt, weil da gucke ich doch sehr stark hin. Dann hängt hier so ein Faden. Der würde mich persönlich stören. Ja. Ich bin da pingelig, das weiß der ein oder andere. Hier dieser Riss im Putz, hier, den hätte ich vielleicht noch ein bisschen clean gemacht. Ich mag es halt, wenn es ordentlich sauber ist und aufgeräumt, und das ist hier nicht der Fall. Insofern, das würde ich mir alles noch ein bisschen aufgeräumter vorstellen. Insgesamt würde ich einfach einen Tick enger schneiden. Beispielsweise hier hinten am Kopf noch einen Tick enger und dann hier oben quer rüber. Dann glaube ich, würde es noch besser werden. Gegen die untere Hand kann man da nichts mehr machen. Aber insgesamt ein wirklich schön gemachtes Porträt. So. Dann haben wir das nächste Porträt. Diesmal im Liegen. Ja. Ich finde es relativ intensiv. Im Gegensatz zu dem anderen ist die Schärfentiefe hier noch geringer. Das heißt, wir haben zwar Schärfe hier auf dem Auge, was tick näher zur Kamera ist, auf dem hier schon nicht mehr. Ich finde es auch vom Anschnitt hier deutlich mutiger und gefällt mir vom Anschnitt auch ganz gut. Vielleicht abgesehen mal von dem kleinen Finger hier, den ich hier oben hätte mit draufgelegt hätte, aber das ist vielleicht dann auch am Ende ein bisschen Korinthenkackerei. Der Bildaufbau ist sehr schön. Hier unten diese helle Ecke stört mich. Die hätte ich weggenommen und weggestempelt. Am meisten stört mich offen gestanden hier der, ist das ein Ohrring oder eher ein Piercing, keine Ahnung, aber hier jedenfalls der Stecker, der hier drin ist. Und
Die Haare hier hätte ich dringend geordnet. Wer mit mir schon fotografiert hat, der weiß, ich bin dann nervig, aber ich mag es nicht, wenn hinterher irgendwo überall wirre Haare in der Gegend rumhängen, außer es ist so gewollt und es ist ein Lockenkopf oder weiß der Geier was, aber es ist in diesem Fall beides nicht der Fall. Und von daher hätte ich die hier hinten geordnet. Die stören doch hier oben die obere Bildkante ziemlich und mich insbesondere. Die Perlenkette finde ich ganz gut. Ich finde es schön, dass sie in verschiedenen Ebenen und verschiedenen Schärfen da ist. Also hier so mittelscharf, hier richtig unscharf und hier ganz scharf. Das finde ich insgesamt eine gute Sache. Ich hätte auch gleichzeitig hier noch ein bisschen Licht untergebracht. Das untere Auge ist doch recht dunkel. Da hätte man ein bisschen reinreflektieren können oder aber den Blitz nicht ganz so steil von oben richten, sondern ein bisschen weiter mit runternehmen. Dann wäre es noch schöner gewesen. Ich kann das hier nicht ganz genau erkennen, auch wenn ich dichter noch an den Monitor rangehe. Doch, höchstwahrscheinlich ist das eine viereckige Softbox, da hätte ich tatsächlich das Licht noch ein bisschen runtergenommen, um einfach mehr Licht hier unterzubringen. Sonst finde ich den Rand hier aus den Haaren, die dunkel sind und sowas, ganz schön. Insgesamt ein gut gemachtes Porträt, kann man nicht meckern. So, eine Nachtaufnahme vom Hamburger Rathaus mit Weihnachtsmarkt. Tja, es fällt mir ein ganz klein bisschen schwer, das wirklich final zu beurteilen. Also es ist verdammt dunkel. Und ich glaube, das ist nicht nur auf meinem Monitor so, sondern es ist einfach extrem dunkel. Es hätte dringend aufgehellt gehört oder eben Tacken länger belichtet. Nichtsdestotrotz, wir wollen mal gucken, wie ist das Bild ansonsten. Was ich wichtig finde in aller Regel ist, wenn die Architekturaufnahmen nicht extrem steil von unten fotografiert sind, sondern so wie hier über den kompletten Alsterflee drüber, dass man dann das Ganze ausrichtet. Also diese stürzenden Linien und das auf allen Seiten, die mögen mir gar nicht gefallen. Auf der anderen Seite, wenn man die Szene hier ausgerichtet hätte, hätte man auch rechts und links noch eine ganze Menge verloren. Wäre auch nicht so richtig schön gewesen. Aber dieses Stürzen mag ich gar nicht. Ich finde, ehrlicherweise, dieses viele bunte Zeug hier unten, auch wenn es Weihnachtsmarkt ist, eher störend. Das lenkt mich doch ziemlich ab. Erst recht in Verbindung dann noch hier mit der Spiegelung hier unten, die dann aber auch noch stark angeschnitten ist. Also ganz klar, wenn ich das Bild von ihr sehen würde und würde die anderen beiden Porträts sehen, würde ich sagen, okay, mach keine Nachtaufnahmen mehr oder üb da deutlich mehr, weil das ist nicht das, was du richtig gut kannst. Da würde ich ganz dringend empfehlen, daran zu arbeiten. So, das ist ein Foto, zu dem ich in irgendeiner Art und Weise natürlich auch ein bisschen persönlichen Bezug habe. Hängt damit zusammen, dass es nicht mal mehr 4,5 Monate sind, dann fliegen wir nach Namibia auf Fotoreise. Und das ist sowas, was ich mir vorstelle, möchte ich unbedingt machen. Elefantenherde, dann noch so unter dem Baum. Der Baum hat auch noch ein bisschen Grün, das heißt, es ist nicht zur kompletten Trockenzeit, sondern eben, ja, die Regenzeit ist noch nicht allzu lange um, sieht man auch an den Baumwipfeln hinten, die noch ein bisschen Grün tragen. Das finde ich wirklich geil. Das gefällt mir so von der Bildstimmung her. Das finde ich vom Aufbau auch ganz okay. Auch, dass die Elefanten so in der Mitte stehen. Die stehen auf der unteren Drittlinie oder sogar noch einen Tick darunter. Sie stehen, sind Ton in Ton mit dem Baum. Das ist das Einzige, was hier so ein bisschen, hier geht so ein bisschen ineinander über, dass man nicht so genau sehen kann, was ist hier noch Baum und was ist Elefant. Ich hatte zuerst auch Schwierigkeiten zu erkennen, wie viele Elefanten haben wir hier überhaupt. Aber wenn ich richtig zähle, dann werden es 4 sein, weil der eine hier hinter irgendwie verschwunden ist. Finde ich ein schönes Foto, hätte ich mir mehr Raum drumherum gewünscht. Also wenn der Baum einzeln gestanden haben sollte, dann wäre es schön, man würde mehr von dem Baum noch sehen und der wäre oben mehr drauf. Da hätte man vielleicht sogar ein schönes Querformat draus machen können und auch die weite Landschaft damit ein bisschen betonen. Also insgesamt ist ein gutes Foto, gefällt mir. So, dann haben wir hier eine Dämmerungsaufnahme von den Hamburger Landungsbrücken. Ich kenne den Standort sehr gut, weil ich da oben unendlich viele Male selber gestanden habe. Die Lichtstimmung ist, sagen wir mal, maximal Durchschnitt für die Gegend dort. Das habe ich schon bei viel schönerem Licht gesehen und auch selber fotografiert. Ich kenne auch die Schwierigkeiten, die es dort gibt. Und die werden hier im Bild, wenn man mal ganz ehrlich ist, auch deutlich. Die Schwierigkeit darin ist, dass man einen Vordergrund hat. Und der Vordergrund sieht nicht so richtig gut aus. Wenn man nicht die richtige Stelle da am Weinberg erwischt, dann hat man Gestrüpp im Vordergrund, alles Mögliche, dass wir dann noch weiter nach links laufen können am Hang entlang. So mag es mir gar nicht gefallen, dass das Gebäude hier unten so angeschnitten ist und quasi aus dem Bildrand rauswächst. Das gilt im Übrigen auch dafür, dass hier das Dock, wo offenbar auch noch ein Schiff liegt, nicht ganz drauf ist. Das wäre schön, wenn das ganz drauf wäre. Und auch hier drüben ist es nicht an der schönen Stelle geschnitten. Da kann ich dir so auch schwer sagen, ja, wahrscheinlich hätte mehr drauf sein dürfen.
insgesamt etwas weniger reinzoomen und etwas weitwinkliger fotografieren, dann wäre das Bild nicht so gedrängt. So ist halt alles irgendwie in diesen Rahmen dieses Bildes reingequetscht und das ist nicht so meins. Und dann gehört das Bild deutlich nachbearbeitet. Die Tiefen müssen aufgehellt werden, dann muss der Himmel überarbeitet werden, da gehört wesentlich mehr Kontrast rein. Der ist doch ja sehr gräulich und grisselig. Ich würde nochmal hingehen. Das kannst du definitiv besser, da bin ich mir sehr sicher. Und ja, da oben ist man eigentlich immer in guter Gesellschaft. Irgendjemand trifft man immer. Insofern, geh wieder hin. So. Es ist ein Bild aus Planten und Blumen mit Blick auf das Radisson Hotel. Das habe ich, wollen wir das erstmal mit dem Positiven anfangen, so noch nie gesehen, auch in dem Winkel nicht. Ich habe das Hotel ein paar Mal fotografiert, nicht allzu häufig, aber ich habe das noch nie so gesehen. Was mir großartig gefällt, ist, dass man sonst nichts von der Stadt sieht, sondern dass auch hier aufgrund der Bäume und auch selbst hier durch sieht man nichts außer Grün. Das heißt, es sieht so aus, als würde mitten in einem Park dieses Hotel stehen. So ähnlich ist es ja auch, aber wenn wir mal ehrlich sind, wir wissen beide und alle anderen Hamburger oder die Planten und Blumen schon mal besucht haben, dass der Park nicht unendlich groß ist und dass es viel störendes Zeug auch da zu sehen gibt. Insofern, das finde ich gut. Ich finde die Spiegelung gut. Das gefällt mir alles soweit. Die Bildbearbeitung ist gar nicht meine. Also wirklich 0,0. Das ist aber bestimmt Geschmackssache. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, dem das gefällt. Mir gefällt das gar nicht, weil ich einfach ja das hier nicht so richtig schön finde. Überall die Säume hier, die höchstwahrscheinlich aus einem schlecht gemachten HDR resultieren, vermute ich mal, oder irgendeiner anderen Filteranwendung. Das mag mir nicht gefallen hier, dass das hochaus so schmutzig aussieht. Das ist bestimmt schmutzig, aber es sieht so sehr fleckig und schmutzig aus. Nicht so meins, aber im Ansatz wirklich toll und vor allem richtig geiler Winkel dann auf das Radisson. Echt cool gemacht. Ja. Auch Planten und Blumen. Andere Ecke. Fernsehturm, Hamburger Telemichel. Mir persönlich steht er erstmal zu zentriert, also zu sehr in der Mitte. Ich bin großer Freund vom Vordergrund, weil das viel Tiefe schafft. Der ist hier auch an einer ganz guten Stelle. Von der Höhe her, das ist auch schön scharf noch. Finde ich auch gut bei einer Landschaftsaufnahme. Die Farben sind ja auch gar nicht so meins. Katharina, musst du vielleicht nochmal was zu schreiben dann hier unter dem Video. Wie die entstanden sind, kann ich mir im Moment nicht erklären. Aber die sind gar nicht so meins. Ich glaube, es ist auch wieder Bildbearbeitung und die ist in einem ähnlichen Stil wie das Bild davor. Und nicht so, dass ich mich so richtig darüber freuen kann. Es ist gut aufgebaut. Zum Beispiel führt auch das Wasser hier mit diesem Ufer und hier von dieser Seite mit diesem Ufer und der Kante gut zum Fernsehturm hin. Das hätte ich mir nur einfach alles ein bisschen weiter hier drüben gewünscht. Dann wäre es nochmal eine Ecke besser. Und ja, kein schlechtes Foto. Hier so ein bisschen Fleckenstempel. Ne? In jedem Fall den hier. Aber ich würde auch über diese Farbe, die nun wirklich nirgendwo sonst wieder im Bild vorkommt, nachdenken, da nochmal ein bisschen dran rumzustempeln. Aber insgesamt auch eine Landschaftsaufnahme mit ein bisschen Architektur drin, okay. So. Tja, Bild ist bei uns auch den OMD-Workshops entstanden. Eine von Olympus veranstaltete Workshop-Reihe, die uns damit beauftragt haben. Und da es eine Vielzahl von Teilnehmern waren, kann es nicht ganz so intensiv sein wie ein normaler Workshop, bei dem wir, wenn es um People-Fotografie geht, überhaupt nur 6 Leute zulassen. Hier waren wir 15, glaube ich. Das sieht man dem Bild ehrlicherweise auch an. Wenn ich das Bild vor Ort gesehen hätte, hätten wir beide da sehr viel dran gearbeitet, bis das ein ordentliches Foto geworden wäre, was es so definitiv nicht ist. Ja. Julia ist an einer schlechten Stelle im Bild, ganz genau in der Mitte. Viel zu viel Platz über dem Kopf. Da frage ich mich, was willst du mit dem Raum, der da über dem Kopf ist? Der bringt einem gar nichts. Ganz störend finde ich, dass wir hier die Farbe von dem Rock sehen. Das finde ich ganz übel. Ich finde es nicht schön, dass hier dieses Armband im Vordergrund ist, zusammen mit den anderen Armbändern. Am Anfang habe ich gefragt, was ist das überhaupt? Dann ist mir klar geworden, okay, das ist der Arm zu diesen Fingern. Ja, keine schöne Sache. Dass die Hand hier direkt am Handgelenk geschnitten ist und aus dem Bild rausgeht, gefällt mir nicht.
Auch hier sind die Haare hier oben noch okay. Also die hätten auch noch ein bisschen runtergezogen werden können unter dieses Band. Aber das ist noch okay. Aber das Thema Hippie-Style zum Beispiel kommt für mich nicht richtig rüber. Und hier ist es tierisch unordentlich. Hier liegen die Federn nicht sauber, die sind nicht richtig ausgerichtet. Ich sage es ganz offen, die ersten beiden Porträts waren jetzt irgendwie wahrscheinlich mit mehr Zeit entstanden. Aber ich bin mir sicher, du hast auch hier bei dem OMD-Workshop ein besseres Foto gemacht wie dieses. Ansonsten musst du wiederkommen, weil das ist wirklich nicht doll. Das sieht so ein bisschen auf, wie schnell wir draufgehalten. Licht ist im Übrigen auch, ich bin kein Freund von schattenfreier Ausleuchtung, soll mich niemand falsch verstehen, aber es ist hier auch ganz schön dunkel auf diesem Auge. Und ich hätte es vielleicht nachträglich hier ein kleines bisschen aufgehellt. Ich weiß, es ist bei Augen immer ein bisschen kritisch, aber da hätte man noch ein ganz kleines bisschen aufhellen können und hätte man auch gleich die Nasenrücken hier ein bisschen abdunkeln können. Das ist nämlich ganz schön hell geworden. Aber insgesamt, sind die ganz ehrlich, vom Bildaufbau her nicht so mein Bild, würde ich an dem Thema weiter arbeiten, denn offenbar liegt die Porträtfotografie. Ja, nicht übel nehmen, war nur so, wie die Bilder auf mich wirken. Auf andere wirken sie vielleicht ganz anders. Ich wollte nur ein paar Hinweise geben. Ich hoffe, der Rest hatte auch ein bisschen Spaß dabei und hat ein bisschen was gelernt. Und wünsche euch alles Gute, auf bald, Frank Fischer für Fotoschule. Ciao, ciao.